Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. In der Vorlesungsreihe Steuerrecht befinden wir uns in Teil 9. Hier wird es um die Steuerbarkeit, die Steuerbefreiung, Steuerhöhe, der Umsatzsteuer gehen und wir werden uns auch mit dem Thema Vorsteuer befassen. Okay, legen wir einfach mal los. Und zwar mit einer Gliederung. Wie ihr seht, schon an der Überschrift habe ich mir einiges vorgenommen. Was dafür spricht, ist allerdings, dass es relativ kurze Themen sind. Wir machen einfach los mit der Steuerbarkeit, dann mit der Steuerbefreiung und drittens befassen wir uns dann mit den Steuersätzen. Viertens wird die Bemessungsgrundlage und die Steuerhöhe umfassen, ehe wir zu fünftens der Entstehung der Steuer kommen. Sechstens, da unterhalten wir uns mal da kurz drüber, wer denn überhaupt Schuldner der Steuer ist. Das ist nämlich nicht immer einheitlich. Und last but not least kommt der Vorsteuerabzug, welcher dann für die Unternehmer auch wichtig ist. Okay, fangen wir an. Mit den Abkürzungen kann ich euch ja auch vertraut machen. Bekannt sind sie ja, denke ich, aus den vorigen Vorlesungen. ESTG ist das Einkommensteuergesetz, USTG das Umsatzsteuergesetz. BMG verwende ich nicht häufig, in der Vorlesung wird es aber relevant werden. Das ist die sogenannte Bemessungsgrundlage, das ist keine offizielle Abkürzung. Und natürlich Paragraph, Absatz und Satz als gängige juristische Abkürzungen. Kommen wir zur Steuerbarkeit. Die regelt im Prinzip, ab wann eine Leistung unter die Regelung des Umsatzsteuergesetzes fällt. Das heißt, ob diese überhaupt von dem Umsatzsteuergesetz erfasst wird oder nicht. Die Frage ist also, was ist steuerbar? Definiert sind diese Sachen in Paragraph 1 des Umsatzsteuergesetzes und dort Absatz 1 Nummer 1 besagt, Lieferungen und sonstige Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt, die sind steuerbar. Das sind also die wichtigen Bedingungen. Es muss eine Lieferung oder sonstige Leistung sein von einem Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens. Steuerbar ist aber auch noch nach Nummer 4 Einfuhren, also alles, was aus einem Drittland eingeführt wird. Und Nummer 5 der innergemeinschaftliche Erwerb. Das heißt, wenn etwas eingekauft wird oder eingeführt wird aus einem anderen EU-Land. Nummer 2 und 3 des Absatzes sind weggefallen, nicht durch mich, sondern durch den Gesetzgeber. Daher brauchen wir uns mit denen nicht mehr befassen. Nehmen wir die aber alle zusammen, sehen wir, dass sie eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar, der Leistungsort muss immer im Inland liegen, sonst funktioniert das nicht. Ja, wenn wir jetzt wissen, welche Sachen steuerbar sind, ist die nächste Frage: Ist diese Sache steuerbar, also wird sie denn vom Gesetz erfasst? Und wenn sie vom Gesetz erfasst wird, ist sie dann vielleicht von der Steuer befreit und der Rest interessiert uns dann eher weniger. Steuerbefreiungen sind in Paragraphen 4 und 5 des Umsatzsteuergesetzes geregelt. Der wichtigste davon ist allerdings der Paragraph 4. Und laut Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes dort existieren Steuerbefreiungen für Leistungen nach Absatz 1, Paragraph 1, Absatz 1, Nummer 1 USTG. Sprich also die ganz normalen Sachen, die keine Einfuhren sind, egal aus EU oder Drittland. Wichtig hierbei auch, nur Lieferungen und sonstige Leistungen können nach Paragraph 4 steuerbefreit sein. Für die anderen Sachen kommt dann der Paragraph 5. Innergemeinschaftliche Erwerbe und Einfuhren sind meist steuerpflichtig. Befreiungen gelten in den Fällen der Paragraphen 4b und 5 USTG. Wo ist der Gedanke nebenbei dahinter? Einfuhren sind für die Wirtschaft an sich, für das Bruttoinlandsprodukt natürlich nicht so gut. Daher werden die natürlich nicht gefördert. Ausfuhren hingegen sind in der Regel steuerfrei, weil das ja im Prinzip die Wirtschaft stärkt. Das ist sozusagen dann eine kleine Förderung vom Staat. Eine Art Subvention könnte man sogar sagen. Okay, also, was ist denn überhaupt nach Paragraph 4 befreit? Das sind sehr viele Dinge. Ich werde nur die wichtigsten nennen, daher ein kleiner Auszug. Unterscheiden tun wir dabei aber in Leistungen, die befreit sind und wo man trotzdem noch Vorsteuer abziehen kann. Das sind dann die von Nummer 1 bis Nummer 7. Ziemlich praktisch, man stelle sich das vor. Man hat eine Sache, die nicht umsatzsteuerpflichtig ist, aber man bekommt trotzdem Vorsteuer. Das heißt im Prinzip, man bekommt eine Steuer, obwohl man gar keine leistet in dem Sinne. Nummer 1a in Verbindung mit Paragraph 6. Das sind die Ausfuhrlieferungen. Wie ich schon gesagt habe, das ist ja eine der Förderungen. Man möchte ja den Export verstärken. Die sind nicht umsatzsteuerpflichtig, aber eine Befreiung des Vorsteuerabzuges ist möglich. Nummer 1b mit 6a.
Innergemeinschaftliche Lieferung, das ist dieselbe Sache, nur innerhalb des EU-Raums. Nummer 3, die grenzüberschreitende Beförderung. Die ist zwingend natürlich notwendig, weil das Ding muss ja irgendwie über die Grenze kommen, wenn es eine Lieferung sein soll. Und wenn man diese steuerfrei macht, wäre es natürlich sinnfrei, die Beförderung von dieser nicht steuerfrei zu machen. Die anderen Befreiungen sind die, die nach der Nummer 7 kommen, also Nummer 8 und folgende. Und bei denen ist kein Vorsteuerabzug möglich. Was haben wir da? Beginnen wir direkt mit der Nummer 8. Das ist die Gewährung von Krediten. Dafür kann man das zwar steuerbefreit, aber ohne Vorsteuerabzug. Nummer 12, auch sehr häufig, Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, bis auf einige Ausnahmen. Da gibt es nämlich eine Regelung, die in gewissen Rahmen, bei gewissen Voraussetzungen erlaubt, dass man eine Vermietung steuerpflichtig machen kann. Jetzt stellt man sich die Frage, warum sollte man das machen? Ja, wenn wir es steuerpflichtig machen, ist in der Regel für den anderen der Vorsteuerabzug gegeben, beziehungsweise auch für uns sind die Aufwendungen, die wir dafür haben, um diese Vermietungseinkünfte zu erzielen, die Aufwendung dafür, die darin enthalten Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehbar. Und Nummer 21 bis 22, Schulen, Vorträge, alles was so in die Richtung geht. Wichtig dabei, es muss auf einen Beruf oder eine Prüfung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vorbereiten. Das können also auch Dozenten sein. Bei denen hängt das halt davon ab, wo sie unterrichten und was sie unterrichten, mit welchem Abschluss. Okay, drittens, der Steuersatz. Finden tun wir das in § 12 Absatz 1 UCG. Und zwar, da steht drin, dass er grundsätzlich 90% beträgt. Paragraph 9 Absatz 1 USCG steht weiterhin, die steuerfreien Leistungen für das Gewähren von Krediten, für Vermietungen, darf ein Unternehmer steuerpflichtig machen, sofern sie für einen anderen Unternehmer erbracht werden. Und dadurch hat er dann selbst die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, was ich auch gerade bei der vorigen Folie schon erwähnt hatte. Ja, wenn nach Absatz 1 die 19%igen Sachen sind, fallen unter Absatz 2 die verminderte Umsatzsteuer für 7%. Nummer 1, Gegenstände laut Anlage 2, das sind fast alle Sachen, die wir als normale Nahrungsmittel betrachten, Gemüse, Früchte, Fisch, Fleisch. Ausgenommen sind diverse Luxusgüter wie Kaviar, aber was auch noch gilt, sind Prothesen und erstaunlicherweise Getränke, die man kauft, haben auch 90%. Was auch noch bei diesen Speisen interessant zu wissen ist, kauft man eine Sache direkt und nimmt die mit nach Hause, gilt das dann natürlich ganz normal als Nahrung, 7%. Lässt man sich diese Sache aber servieren im Sinne einer Restaurationsdienstleistung, also wenn man im Restaurant was isst oder so, dann sind das 90%. Nummer 2, hier schauen wir wieder die Anlage 2, die Vermietung von darin genannten Gegenständen. Nummer 3, Aufzuchthaltung von Vieh sowie der Anbau von Pflanzen. Nummer 6, Leistung von Zahntechnikern, die sind nicht steuerbefreit wie normale Arztleistungen, aber wenigstens mit verminderter Umsatzsteuer. 7a. Der Eintritt zum Museen, Theater und Konzerten, das können wir als kleinen kulturellen Bonus betrachten. Nummer 10. Taxifahrten, Tickets für Bus und Bahn. Voraussetzung dabei ist aber, die Beförderung muss innerhalb einer Gemeinde oder kleiner 50 Kilometer sein, sonst ist da keine ermäßigte Steuer drauf. Wenn man eine Taxiquittung sieht, kann man das auch gut beurteilen. Da sieht man nämlich drauf, da gibt es zwei Kästchen, da steht einmal 7% oder 90%. Und wenn der Taxifahrer es richtig macht, kreuzt er das entsprechende an. Nummer 11. Übernachtung, Hotels und ähnliches. Achtung, die Übernachtung. Ja, das Frühstück selbst kostet trotzdem 90%, weil das ist ja eher so eine Leistung wie bei einem Restaurant, dass man da etwas Fertiges serviert bekommt. Und damit kommen wir zu viertens, der Bemessungsgrundlage und der Steuerhöhe. Die finden wir in § 10 USTG. Und da steht im Prinzip drinne, alles, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten. In § 10 USTG ist die Bemessungsgrundlage geregelt. Und nach § 10 Absatz 1 Satz 1 USTG ist das das Entgelt, aber ohne die Umsatzsteuer. Und das ist nach Satz 2 all das, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten. Machen wir ein Beispiel dazu. Kaufhardt erwirbt von Gibgern ein Smartphone für 100 Euro zuzüglich Umsatzsteuer.
Was wissen wir jetzt also? Kaufhart muss also 100 € aufwenden, um das Smartphone zu erhalten. Das heißt, ganz einfach, 100 € ist in dem Fall die Bemessungsgrenze. Beispiel 2. Der liebe Hansi möchte Gabis Tablet kaufen. Sie bietet ihn an, dass er sein altes Tablet im Wert von 50 € im Austausch gibt, sowie 150 € im Bar. Also, der denkt dran, alles, was der Leistungsfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten. Hansi wendet sachlich das alte Tablet im Wert von 50 € auf und bar 150 €, um das neue Tablet zu erhalten. Er tut also insgesamt 200 €, wenn wir so wollen, aufwenden, und das ist damit auch die Bemessungsgrenze. Damit kommen wir zu fünftens, der Entstehung der Steuer. Die Umsatzsteuer entsteht, und hier müssen wir unterscheiden, bei Ausstellen der Rechnung, also im Moment, wo die Rechnung ausgestellt wird, und spätestens am letzten Tag des Monats nach Ausführen der Leistung für Leistungen nach § 13b USTG. Das sind dann Nummer 1, Werklieferung eines im Ausland ansässigen Unternehmens. Nummer 4, Bauleistungen. Nummer 8, Reinigen von Gebäuden. Dann zweite Variante, das ist die, die eher regulär ist. Mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. Das ist also immer der 10. Tag des Folgemonats, wenn man eine Dauerfristverlängerung hat, 10. Tag des Folgemonats, des darauf folgenden Monats. Hier finden wir Sachen in 13 Absatz 1 Nummer 1. Das gilt für fast alle Lieferungen und sonstige Leistungen, und zwar all jene, die nicht unter 13b fallen, ausgenommen in den Nummern 2 und fortfolgende. Und da sind wir auch schon beim Steuerschuldner. Und Steuerschuldner ist ganz einfach derjenige, der das Steuer an die Steuer an das Finanzamt abführen muss. Und hier kann man auch leider verschieden definieren. Grundsätzlich gilt hier § 13a Absatz 1 Nummer 1 für Leistungen im Inland der leistende Unternehmer. Das heißt, ein Bauunternehmer macht eine ganz normale Bauleistung für irgendeinen Handwerksbetrieb oder vielleicht noch besser für einen Einzelhändler, baut er irgendwas. Dann schuldet der Leistungsunternehmer, also der Bauunternehmer in dem Fall, die Steuerschuldner, auch wenn im Prinzip der in der Rechnung ausweist, aber er muss sie ans Finanzamt abführen. Aber Nummer 2 sagt, der Umsatzsteuer für innergemeinschaftlichen Erwerb schuldet hingegen Erwerber oder der Käufer. Das ist also umgedreht. Bei einem innergemeinschaftlichen Erwerb macht es der Erwerber oder der Käufer. Gibt aber auch ein paar Ausnahmen, eigentlich so ein paar mehr. Daher nur ein kleiner Auszug. Die finden wir im 13b, der allgemein die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft regelt. Und das sind folgende mal Sachen. Artikel 5 Satz 1 sagt, wenn ein Unternehmer Werklieferung oder sonstige Leistung von einem Unternehmen aus einem Drittland erhält, dann kehrt sich die Steuerschuldnerschaft um. Ebenso nach Absatz 5 Satz 2 Bauunternehmer, der für einen anderen Bauunternehmer eine Bauleistung erbringt. Da ist auch wieder der Fall, dass es umkehrt. Das heißt, nicht der, der die Leistung erbringt, schuldet die Steuer, sondern derjenige, der die Leistung empfängt, schuldet die Umsatzsteuer. Das ist auch bei den sogenannten Putzleuten der Fall. Die sind allerdings in Satz 5 geregelt. Wenn Gebäudereinigungsunternehmen für ein anderes Gebäudereinigungsunternehmen eine Leistung erbringt, tut das Letztere diese Umsatzsteuer schulden. Und es gibt noch eine Sonderregel, die sogenannte Strafsteuer. Das ist allerdings kein juristischer Begriff, das ist eher so ein folklorischer Begriff. Gemeint ist damit, wenn ein Unternehmer mehr Steuern als zulässig berechnet, zum Beispiel weil er halt 19% statt 7% erhebt, sei das jetzt mutwillig oder aus Unwissenheit, so schuldet er dem Finanzamt die unzulässige Differenz, und zwar nach § 14 Absatz 1 UCG. Und derjenige, der eigentlich den Vorsteuerabzug hätte, kann trotzdem nicht die 19% in dem Fall, sondern nur die 7% abziehen. Es ist also eine Strafsteuer, die indirekt eigentlich sogar den Falschen trifft. B. Weist ein Unternehmer Steuern aus, obwohl keine anfallen, so schuldet er dem Finanzamt diese Steuern nach § 14 Absatz 2. Also der erste Fall wäre, er hat zu viel ausgewiesen. Der zweite ist, er hat unberechtigterweise überhaupt Steuer ausgewiesen. Dann schuldet er natürlich das Gesamte.
Machen wir dazu Beispiele. Und zwar Nummer 1. Tate Himmler betreibt ein gleichnamiges Elektrikunternehmen. Aus seiner Buchhaltung gehen folgende zwei Fälle vor. A. Prüfung von PC-Elektrik bei Handels-OAG 500 Euro netto. Und B. Verlegen von Elektroleitungen unter Auftrag von Bauunternehmer M. Auerbruch im Rahmen eines Hausbaus für 2000 Euro netto. Jetzt natürlich die Frage, wer muss denn Umsatzsteuer wie abführen? Sind ja zwei Fälle. Im Prinzip sind drei beteiligt: Elektrikunternehmen Tate Himmler, die Handels-OHG und der Bauunternehmer M. Auerbruch. Also drei Leute, nun zwei umsatzsteuerpflichtige Leistungen. Schauen wir uns erstmal den Fall A an. Da haben wir natürlich das Finanzamt, was gerne die Umsatzsteuer möchte. Haben Tate Himmler, der der leistende Unternehmer ist, und die Handels-OHG, die der empfangende Unternehmer ist. Okay, er stellt die Rechnung über 100 Euro aus, netto, also 119 Euro brutto, und die Handels-OHG begleicht die Rechnung und führt die 119 Euro zu Tate Himmler. Dieser wiederum muss ja die Umsatzsteuer, die er schuldet dafür, 19 Euro an das Finanzamt abführen. Die Handels-OHG hingegen darf die 19 Euro Steuer, die sie als Umsatzsteuer geleistet hat, als Vorsteuer in Höhe von 19 Euro sich vom Finanzamt wiederholen. Das ist der ganz normale Fall nach 13a, wenn wir so möchten. Im zweiten Fall landen wir aber im Paragraph 13b, Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, weil Tate Himmler, unser Elektriker, macht was im Auftrag für Herrn M. Auerbruch, der auch ein Bauunternehmer ist. Sie sind also gewisserweise beide Bauunternehmer. Also kehrt sich die Steuerschuldnerschaft um. Normalerweise würde ja der M. Auerbruch 2000 Euro netto plus 380 Euro Umsatzsteuer Tate Himmler schulden, aber da Tate Himmler die nicht abführt, kriegt er nur den Nettobetrag, 2000 Euro. Auch Tate Himmler muss jetzt ja am Finanzamt nicht abführen, die Sache ist für ihn erledigt, aber der Herr Auerbruch tut 380 Euro Umsatzsteuer dem Finanzamt überweisen und kriegt von ihm gleichzeitig 380 Euro Vorsteuer wieder. Im Prinzip ist die Sache ein Nullspiel. Man sieht auch hier den Vorteil dieser Umkehr in der Steuerschuldnerschaft, deswegen wird die sich, und das hoffe ich zumindest, in Zukunft weiter ausbauen. Im linken Fall, was der aktuell reguläre Fall ist, haben wir eine Art Kreislauf, der aber unterbrochen werden kann. Nehmen wir nämlich zum Beispiel an, Tate Himmler würde Konkurs anmelden, wäre nicht mehr zahlungsfähig und könnte das Geld ans Finanzamt nicht abführen. Dann hätte ja im Prinzip die Handels-OHG vom Finanzamt Vorsteuer kassiert. Das Finanzamt hätte auch nie die Umsatzsteuer erhalten. Kommen wir zu Nummer 7, dem Vorsteuerabzug. Der Vorsteuerabzug ist in § 15 USWG geregelt und legt fest, wann überhaupt Vorsteuer gezogen werden darf. Wie sieht es aus? Also, folgende Bedingungen müssen vorliegen. Erstens ist, eine Steuer muss überhaupt geschuldet werden. Das heißt, für Sachen, wo keine Steuer geschuldet wird, gibt es auch keinen Vorsteuerabzug. Punkt. Es muss eine Leistung von einem anderen Unternehmen vorliegen, die im Rahmen seines Unternehmens geleistet wurde, und es muss eine korrekte Rechnung vorhanden sein. Korrekte Rechnung umfasst auch viele Punkte, auf die ich nicht einzeln eingehen möchte. Das ist sowas wie, die Umsatzsteuer muss ausgewiesen sein, der Nettobetrag, dann gibt es noch die Kleinregelung, wo die nicht ausgewiesen sein muss, wenn dann drunter steht, die ist enthalten. Empfänger, Datum, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ist das nicht der Fall, also wird auch nur eine einzige davon nicht erfüllt, dann ist kein Vorsteuerabzug möglich nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 USTG. Sind die Sachen vorhanden, kommt die nächste Frage. Und zwar handelt es sich um Leistungen mit Abzugsverbot nach § 4 Absatz 5 Nummer 1 bis 4 und 7 STG. Da die Vorlesung zur Einkommensteuer schon etwas zurückliegt, nochmal zur Erinnerung, das sind Geschäftsgeschenke Größe 35 Euro, 70% von Bewirtungskosten, Aufwendung für eigene Gasthäuser außerhalb des Betriebes sowie die Aufwendung für Jagd und Fischerei. Sind es solche Leistungen, dann kein Vorsteuerabzug möglich nach 15.1a USVG. Falls nein, nächste Frage, sind es steuerfreie Leistungen nach § 4 USTG? Wenn es keine steuerfreien sind, dann ist definitiv der Vorsteuerabzug gesichert, und zwar nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 USVG. Gibt es eine Steuerbefreiung? Ist die Frage, ist es eine der Steuerbefreiungen von 1 bis 7, Nummer 1 bis 7? Falls nicht, kein Vorsteuerabzug möglich, hier hingegen nach 15 Absatz 2 Nummer 1 USTG.
Aber was sind das eigentlich solche Leistungen? Dann ist ein Vorsteuerabzug möglich nach § 15 Absatz 3 Nummer 1a USTG. Man kann es auch anders zusammenfassen. Das ist nämlich eine relativ unnütz und wichtige Sache. Und zwar prinzipiell sagt man, liegen die Bedingungen vor, dann ist nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 ein Abzug möglich. Ansonsten muss man schauen, wenn das nicht der Fall ist, landen wir in den 15 Absatz 2 Nummer 1 wegen der steuerfreien Sachen. Oder landen wir, wenn wir sagen nach 15.2, im Prinzip ist es ja eine steuerbefreite Sache, dann landen wir in 15.3 und überprüfen nochmal, wenn es eine steuerbefreite Sache ist. Ist es dann eine nach Nummer 1 und 7 befreite, dann sagt man, ja gut, dann ist es ja doch wieder abziehbar. Okay, mit der Theorie sind wir durch. Kommen wir zu ein paar Übungen, das zu festigen. Hier lautet die Aufgabe, gebt bei den unten stehenden Sachverhalten Folgendes unter Angabe der zutreffenden Gesetzesfundstellen an. Leistungsart, Leistungsort, Steuerbarkeit, Steuerpflicht, Steuersatz, Bemessungsgrundlage, Steuerhöhe, Entstehung der Steuer und Steuerschuldner. Kleiner Hinweis, es liegen in allen Fällen ordnungsgemäße Rechnungen vor und auch der Vorsteuerabzug soll gemacht werden. Okay, ich wünsche euch viel Erfolg, viel Glück. Wir schauen mal, was am Ende rauskommt. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich brauche dafür zwei Folien, bei Beginn der ersten Aufgabe 1, und zwar der Punkt, die Leistungsart. Die finden wir in dem Fall im § 3 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz. Danach handelt es sich um Lieferung, wenn wir sehr klein sein wollen, würden wir sogar sagen nach ein Import. Das bringt uns zum Leistungsort. Der steht im § 3 Absatz 8 für Importe Umsatzsteuergesetz und das wäre der Vatikan, ein Drittland. Für alle, die sich jetzt gefragt haben, im Moment in der Vorlesung kam jetzt gar nicht Leistungsart und Leistungsort vor. Das wurde in der vorigen behandelt, aber ich wollte jetzt wirklich, dass man das auch ein bisschen wiederholt, daher habe ich auch danach gefragt. Vor allem, weil die anderen Sachen ohne diese beiden eigentlich nicht beurteilbar sind. Spätestens bei Steuerbarkeit müssen wir halt wissen, wo der Ort liegt. Und um den zu wissen, brauchen wir zwingend die Art. Das baut halt alles aufeinander auf. Okay. Dann kommen wir zur Steuerbarkeit, die erste Sache, die wir in dieser Vorlesung neu gelernt haben. Das ist der § 1 Absatz 1 Nummer 1 und wir können sagen, nein, das liegt nicht in Deutschland, nicht steuerbar. Und damit fällt der ganze Rest einfach weg. Weil es fällt ja nicht unter das Umsatzsteuergesetz, also gibt es da kein Interesse für. Aufgabe 2. Die Leistungsart finden wir hier auch wieder im § 3 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz. Hier ist eine Lieferung vorhanden. Der Leistungsort ist nach § 3 Absatz 6 Satz 1 Umsatzsteuergesetz Freiburg, also auch in Deutschland gelegen. Daher bei der Steuerbarkeit § 1 Absatz 1 Nummer 1. Es ist steuerbar, da halt in Deutschland. Bei der Steuerpflicht müssen wir sagen, da liegt keine Befreiung vor nach § 4. Genauer können wir da nicht werden. Steuersatz, der steht ja im § 12, in dem Fall Absatz 1 USTG. Das sind 19%, eine ganz normale 19%ige Leistung. Die Bemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 1 USTG sind 1.500 Euro. Die Steuerhöhe errechnet sich aus Bemessungsgrundlage mal Steuersatz, macht 1.500 Euro mal 19%, gleich 285 Euro. Wann entsteht die Steuer? Das steht ja in § 13, hier in dem Fall Absatz 1 Nummer 1a USTG. Das wäre der 10.01.2016. Die Steuerschuld fällt auf Lola nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 USTG. Keine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, eine ganz normale Sache. Und der Vorsteuerabzug geht an die Frau Beate Buß nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 USTG. Okay, kommen wir zur Nummer 3. Da ist die Leistungsart definiert im § 3 Absatz 4 wieder, eine Lieferung. Der Leistungsort nach § 3 Absatz 6 Satz 1 USTG ist Schwelm.
Steuerbarkeit, da in Deutschland gelegen, können wir sagen, Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1, es ist steuerbar. Steuerpflichtig ist es auch, wir finden keine Befreiung nach Paragraph 4. Der Steuersatz beträgt nach Paragraph 12 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 2 7%. Ist eine der ermäßigten Steuersachen also. Die Messungsgrundlage nach § 10 Absatz 1 USTG sind 500 Euro. Die Steuerhöhe errechnet sich mit Bemessungsgrundlage 500 Euro mal Steuersatz in Höhe von 7% sind 35 Euro. Entstehung der Steuer § 13 Absatz 1 Nummer 1a ist der 10.07.2015. Steuerschuld fällt auf Bauer Fred nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 USTG. Und der Vorsteuerabzug ist gegeben nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 USTG. Brutto hat diesen. Okay, kommen wir zu viertens. Ich hatte mir gedacht, da wir jetzt ganz viel Lieferung haben, machen wir mal bei als Leistungsart eine sonstige Leistung, die wir in dem Fall in § 3 Absatz 9 finden. Der Leistungsort entfällt auf § 3a Absatz 2 USTG und ist Hamburg. Steuerbar ist diese Leistung natürlich in Deutschland, und zwar nach § 1 Absatz 1 Nummer 1. Sie ist auch vollkommen steuerpflichtig, es liegt keine Befreiung nach § 4 vor. Der Steuersatz beträgt nach § 12 Absatz 1 USTG 19% und die Bemessungsgrundlage nach § 10 Absatz 1 USTG sind 5.000 Euro. Die Steuerhöhe errechnet sich mit 5.000 Euro mal 19% gleich 950 Euro. Entstehen tut die Steuer am 15.05.2015. Das finden wir, Umkehrung der Steuerschuldnerschaft liegt hier vor, daher § 13b, da genauer die Nummer 4 USTG. Die Steuerschuld natürlich zu finden wiederum in § 13b Absatz 5 Satz 2 USTG liegt bei K. Nausrig. Und der Vorsteuerabzug, wie es immer bei der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft ist, liegt bei selbigen K. Nausrig in dem Fall nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 USTG. So, damit sind wir für heute durch. Ich hoffe, die Sache war interessant und lehrreich gestaltet, auch wenn es sehr, sehr trocken war, wie halt das Fach Jura leider so ist. Dennoch denke ich, konnte man einiges mitnehmen. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönes Wochenende. Wir hören uns garantiert bald wieder. Tschüss!